So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es zwei 4K-Filme, die ich mir in der letzten Zeit quasi gekauft habe. Keine Neuheiten, also zwei ältere Filme auf 4K. Ja, die Neuheiten kommen tatsächlich noch. Wahrscheinlich dann, ja, weiß nicht, vielleicht nächste Woche schon das Video, muss ich mal gucken. Ja, ich habe nämlich die ganzen, also was jetzt Neuheiten waren, jetzt Oppenheimer, was kam jetzt noch raus? Geistervilla als Beispiel. Ich habe mir die in der Müller 20% Aktion bestellt, weil das ist ja dann doch schon Ersparnis 6 Euro pro Film, was man da sparen konnte für die Filme. Und ja, dann warte ich eben ein paar Tage mal, ist jetzt nicht so schlimm auf die Filme. Und dafür aber recht billig. Wie gesagt, wenn man da jetzt 5 Filme genommen hätte, das sind 30 Euro, die man da spart. Also es macht schon auf jeden Fall was aus. Ja. Und die beiden Filme habe ich gedacht, mache ich jetzt schon mal extra. Die liegen auch schon ein bisschen hier rum. Und ja, der erste Film ist eine Neuheit, aber ja, ist schon wieder älter, würde ich sagen. Aber ich glaube, von wann kam der raus? April, Mai? Januar im Kino, meine ich. Hat mich interessiert, aber ich weiß nicht, 30 Euro. Ach, nee. Nee, also war mir ein bisschen zu teuer. Ich wollte dennoch die 4K haben. Und zwar von Babylon im Pappschuber. Ja, also, das ist die Erstauflage noch. Wie gesagt, hier ist auch keine Blu-ray bei, nur die 4K und eine Bonus-Disc, wie es auch da drauf steht. Bei Mission Impossible zum Beispiel hat man noch die Blu-ray bei, hier nicht. Keine Ahnung warum. Aber spiegelt ja schön. Ja, wie gesagt, da waren wir 30 Euro, waren wir zu teuer. Dann hatte Müller den für 20 Euro gemacht, also reduziert. Die machen ja manchmal die 4K-Filme billiger. Dann 20 Euro, habe ich gedacht, ja, ist schon geil. Nehme ich mir mal mit 10%. Also 18 Euro. So, dann war aber bei Müller auch im Online-Shop, nur im Online-Shop, diese Singles Day-Aktion, wo diese 20% waren. Und da habe ich den mitgenommen und habe 15,99 € gezahlt. Und da habe ich gedacht, jo, das ist ein super Preis. Hollywood Epos des Jahres, Oscar für Opulenz. Also mal gucken, ob er mir gefällt. Das ist ja eher wieder so, ja, aber ich sage, ein speziellerer Film. Der ist es ein Mainstream-Film. Jein. Ja, aber wie gesagt, hier für den Preis 15,99 €. Die Blu-ray kostet auch einen Zehner nur. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht gesehen. Mal gucken. Wie er mir gefällt. 100, wie lang geht der? 189 Minuten, ist auch ganz schön lang. Dolby Atmos, aber ich glaube nicht auf Deutsch. Nein, auf Deutsch nicht. Bei Mission Impossible war es jedenfalls so. Hier spielt auch hier Tobey Maguire mit. Hier sieht man ihn. Ja, mal gucken. Hier ist die Story, wenn ihr euch mal durchlesen wollt. Könnt ihr Pause klicken. Ja, wie gesagt, mal gucken, wie der ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir haben mich da mal überraschen lassen, wie der ist. War mir jetzt keine 30 Euro wert, der Film, deswegen jetzt 15,99 €. Super. Und ja, kann man nicht meckern. So, der nächste Film, den hat Nico auch gekauft, habe ich gesehen. Schon am Thumbnail. Ich habe mir dann noch das Video angeguckt. Ging ja nur 4 Minuten. Kann alles bestätigen, was er sagt. Für mich auch damals. Ich glaube, ich zeige ihn schon mal hier rein, und zwar mit Ryan Gosling, Drive. Ich weiß es nicht, aber ich meine, war das der Durchbruch von Ryan Gosling? Ich habe, glaube ich, vorher noch keinen Film mit ihm gesehen. War damals noch zur Videothekenzeit, da habe ich den. Kennt ihr das noch, diese Videothekenhefte? Also, wir hatten immer hier World of Video, und da habe ich immer geguckt. Damals war es auch noch nicht so mit Internet. Da habe ich immer geguckt, oh, was kommt raus. Und da hat man immer schon eine Vorschau auf den nächsten Monat gehabt. Das war auch immer cool. Damals musste man nicht so, ja, wo ist noch nicht Internet, wann kommen die raus? Heute braucht man ja nur bei Amazon gucken, sieht man das Datum oder Blu-ray-Disc. Aber da war der auch mal gewesen. Da kam, weiß ich noch, so im Sommer auf Blu-ray raus. Damals noch nur auf Blu-ray. Und da habe ich immer gedacht, ja, mal gucken, wie der ist. Also ich habe damals, war der ja im Kino, muss mir da nirgendwo gelaufen sein, ist ja bei manchen Filmen so. Ist gar nicht ganz drin hier im Bild. Ja, jedenfalls habe ich den dann damals geguckt und
Ich fand den wirklich echt super, muss ich sagen. Also hat mir echt super gefallen. Jetzt gab es ja vor ein Jahr circa, ich weiß nicht mehr ganz genau, gab es ja auch eine Mediabook-Version. Leonine typisch klein, aber mittlerweile ja auch groß. Also Eden Lake kam ja auch als große Variante. Haben sie jetzt vielleicht geändert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Nächstes Jahr kommt ja dann auch von Leonine, habe ich ja im Community-Tab nur gemacht, da habe ich jetzt kein Video gemacht. John Rambo bringt die raus. Ich habe damals gedacht, Playon bringt den raus, weil die ja diesen Warner, die hatten. Der ist ja von Warner Bros., der vierte Teil. Aber nee, der kommt von Leonine, ist mir unerklärlich, warum. Also, das habe ich echt nicht verstanden. Die haben damals gesagt, das ist ziemlich schwierig, bei Warner die Rechte zu kriegen. Und die haben den dann einfach gekriegt, Leonine. Ich nehme an, da wird auch auf 4K kommen, Mediabook. Leider nur die Kinofassung. Ich hätte gern mal die Extended Version gesehen, was da anders ist. Soll ja weniger Gewalt sein, irgendwie, soweit ich weiß. Aber ich glaube, die gibt es auch gar nicht in Deutsch. Die ist, glaube ich, nicht mal synchronisiert. Und ja, synchronisiert werden kann sie ja eh nicht mehr. Da ja Danneberg aufgehört hat, nicht weil er tot ist, sondern weil er alt ist halt. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass da die längere kommt. Also nur die Kinofassung, nehme ich mal an. Aber Uncut jetzt ab 18. Wahnsinn. Ein Kommentar war auch, wenn das so weitergeht, da ist ja bald gar nichts mehr auf dem Index. Habe ich damals auch gedacht, wenn man sich da ein bisschen mehr mit befasst, da kann man mal gucken, was da alles noch drauf ist. Also, nee, da sind noch so viele Filme drauf. Von Wrong Turn, Hostel und so weiter. Terrifier ist, glaube ich, nicht drauf, meine ich. Nee. Aber hier ist sowas wie Inside und sowas. Ach, das kommt niemals runter. Also Inside, sowas, das denke ich nicht. Aber sowas vielleicht wie Planet Terror, könnte man den ja auch runternehmen. Oder Halloween 2 und Halloween 6. Warum sind die Halloween 2 beschlagnahmt? Das Video wird ja immer noch geguckt von mir. Das ist ja schon jetzt, oh, ich weiß nicht, 1, 2 Jahre alt. Das ist doch immer noch ein Witz. Also, wenn John Rambo runterkommt, dann ist Halloween 2, meine Vermutung, der wäre jetzt ab 16. Also, es wäre ja wirklich, wenn der ab 18 werden würde, nee. Also, mir unerklärlich. So, aber wie gesagt, jetzt geht es ja um Drive. Ich finde ihn super. Gab es als kleines Mediabook, wollte ich nicht haben. Gibt es ja auch, meine ich, Dirty Dancing nur als kleines Mediabook. Wie ich da jetzt drauf komme, weil es den auch nur in den Mediabook gab, habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist, der Film, keine Ahnung. Ja, Drive. Hier muss ich wieder zuhalten. Mit Ryan Gosling. Wie gesagt, Preis. Nein, stimmt nicht. Also 30 Euro hätte ich nicht bezahlt. Ich habe den in der 3 vor 2 genommen. Bei Mediamarkt damals. Wann war die? Im August? Genau. Ich habe gedacht, kommt nochmal dieses Jahr eine? Nein, leider nicht. Habe jetzt hier 20 Euro bezahlt. Also weil ich damals drei Filme hatte mit 30. Und dann wurde bei jedem 10 Euro abgezogen. Also 20 Euro geht klar, finde ich. Also 10 Euro Rabatt. Das ist billiger als eine 20% Aktion. Ja, jetzt ist soweit auch, glaube ich, jetzt alles, was ich bekommen habe von der 3 für 2, müsste jetzt nicht mehr sein. Ich glaube nicht, außer jetzt so manches so, das wurde irgendwie nicht geliefert, keine Ahnung. Ich hatte mir noch Blair Witch 2 genommen auf Blu-ray, aber da kam nie an, ich weiß nicht, ob da nicht mehr hergestellt wird. Und dann noch irgendeinen anderen Film. Naja. Aber wie gesagt, das waren die beiden Filme. Ich will jetzt nicht zu lang in die Länge ziehen. Einmal Drive und einmal Babylon. Bin mal gespannt, wie das Bild ist von Drive. Soll ja nicht gut sein, habe ich gehört. Und hier bin ich mal gespannt, wie der Film ist. Ist natürlich auch eine Hausnummer. 189 Minuten, sagen wir mal 180. 9 Minuten Abspann ab. Sind 3 Stunden. Nee, also das ist Wahnsinn. Und zum Schluss will ich mal noch was sagen. Ich habe mir jetzt, wann war es jetzt, vor 2 Tagen ungefähr, den Gran Turismo-Film angeguckt. Und ich fand ja auch schon den Trailer super. Dann kamen ja so die Kritiker, die haben den Schei haben gesagt, der Scheiße und es Mist. Ich gebe darauf nie was. Ich gucke mir immer den Film selber an, würde ich auch euch empfehlen. Wenn auch ein Film Hate hat, Blue Beetle, sage ich nur, der hat ja auch Hate. Guckt ihn euch an. Geht nicht nach anderen. Ihr habt einen anderen Geschmack vielleicht. Deswegen guckt ihn euch an. Aber muss echt sagen, Wahnsinn. Also
Bildtechnisch, ich habe ja da nur die Blu-ray, weil 4K gibt es ja nur im Steelbook und ihr wisst, Steelbook mag ich nicht. Wahnsinn. Also das Bild ist Bombe, der Sound ist Bombe, also und der Film ist auch Bombe. Muss ich echt sagen, hätte ich nicht gedacht. Also Gran Turismo ist wirklich super. Also der, wenn ich jetzt eine Top 10 machen müsste, die besten Filme des Jahres, da wird der auf jeden Fall eine Top 5 kommen. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass der so gut ist. David Harbour, ja, kennen alle von letzten Jahr, von Violent Night, hat super gespielt. Orlando Bloom, ja, ist in Ordnung, aber ich habe ihn jetzt auch lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, letztes Mal in Salazars Rache, Fluch der Karibik, meine ich. Aber wie gesagt, wer da noch vorsichtig war, weil ich habe irgendwie gar nichts jetzt mehr gehört, seitdem er rauskam, klasse. Also muss ich echt sagen, wow. Wirkliche super Film gewesen. Ja? Also lohnt sich auch, finde ich, vom Vollpreis. 15 € geht da echt in Ordnung. Ja, wenn da mal noch eine 4K, eine normale irgendwann kommt, hole ich mir die auch mal noch. Ja, wie sagt das dazu? Also, wer hat den schon gesehen, kann da auch einer was zu sagen. Oder sagt mir mal, wie ihr den fandet, den Gran Turismo-Film wirklich. Ich war echt positiv überrascht, muss ich sagen. Jo, und deswegen will ich es jetzt nicht noch länger in die Länge ziehen, das Video. Und ja, schreibt mal unten rein, habt ihr Babylon gesehen, kennt ihr Drive? Ah, ist ja mittlerweile ein Kultfilm. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, bis dann und ciao.